Abend, meine Damen und Herren. Bevor hier gleich das Neo-Magazin Royal, Europas Nummer 1 Polizatire-Show für junge, freche Menschen startet, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich an einer der wichtigsten und intelligentesten Anti-Mobbing-Kampagnen der Weltgeschichte zu beteiligen. Unge, du ungewaschenes Dreadlock-Frettchen, zieh dir mal kurz das Weltreise-Longboard aus dem YouTube-Arsch und pass auf. Das hier ist nur für dich, du kommentarsüchtiger Like-Junkie. Ich bin 13. Sebastian Edati gefällt das. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 5. Das Orakel von Selfie. Mein Name ist William Pohl. Zu Gast heute Jürgen Domian. Musik, Bendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind die. Und das ist Jan Böhmermann. Hallo, vielen Dank, herzlich willkommen im Neo Magazin am Donnerstag, den 5. März im ZDF Neo und im Internet. Und am Freitag, den 6. März, in Ihrem ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser. Unser Gast heute, Jürgen Domian. Ja, komm mal her, Jürgen Domian, also wenn Sie sich therapieren lassen möchten. Es gibt ja einiges zur Zeit, weswegen man sich therapieren lassen will. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ihr Klaus Kleber. Dankeschön. Unser Hashtag der Woche übrigens, falls Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung, über Knuddels, über Instagram, über Twitter, über Facebook. Unser Hashtag der Woche lautet Flutschfinger. Hashtag der Woche Flutschfinger. Ist eine Geste, die man im Fernsehen machen kann, die ist strafrechtlich nicht relevant. Wenn Sie an was Schlimmes dabei denken, dann sehen wir uns vom Landgericht Verden. Landgericht Verden, Sebastian Edati wurde am Montag, das Verfahren wurde eingestellt gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati wegen des Besitzes von Nacktbildern von kleinen Jungs. Geldbuße von 5.000 € muss er bezahlen und Verfahren eingestellt. Das Ergebnis, wenn ich das richtig verstanden habe, er ist ein bisschen schuldig, hat aber gestanden, hat aber danach bei Facebook geschrieben, er ist unschuldig und er hat nicht gestanden und überhaupt, er wisse gar nicht, was das alles soll. Aber das Leben ist kein Kinderschlecken. Für mich ist Sebastian Edati unschuldig. Sebastian Edati ist für mich unschuldig. Der ist für mich so unschuldig, dass er Nacktbilder von sich im Internet verkaufen könnte für Geld. So unschuldig ist Sebastian Edati. Und viele fragen sich zu Recht, verdammt nochmal, denkt jetzt irgendjemand mal an die Kinder? Denkt vielleicht mal bitte irgendeiner, viele Leute aus Dresden fragen sich oft, denkt eigentlich irgendeiner bei der ganzen Misere mal an die Kinder? Dazu Sebastian Edati, nee. Ja, ich. Sebastian Edati möchte sich erstmal von dem ganzen Stress erholen, ein bisschen abschalten, Urlaub machen im Smallland, kann ich verstehen. Schön zwei Wochen lang All-Inclusive Smallland. Puh. Aber jetzt wirklich, zum Glück hat sich Sebastian Edati nur illegale Kinderpornos runtergeladen und keine Musik. Dann hätten sie ihn richtig dran gekriegt. Dann hätten sie richtig hier 906,50 €. Wie heißt nochmal der griechische Finanzminister? Wie heißt er nochmal? Ja, Yannis Varoufakis. Ja, genau. Der griechische Finanzminister. Der griechische Testosteronminister Yannis Varoufakis trifft sich am Montag mit den europäischen Finanzministern, um darüber zu beraten, wie Griechenland in Zukunft seine Schulden begleichen kann. Das Schwierigste wird wahrscheinlich für ihn sein, während der gesamten Konferenz nicht zu lachen. Er muss das Lachen einfach. Geld. Schulden zurückzahlen. Und es gibt erste Sparmaßnahmen. Die Armee in Griechenland, die griechische Armee, wird komplett abgeschafft. Das macht Yannis Varoufakis sofort alleine. Komplett stellt sich einfach an der Grenze zur Türkei auf und alle, die kommen, werden so, Weiß ich jetzt mal.
Ich habe eine Idee, wie man an Geld kommt. Krass! Lena! Das war Lena! Das gibt's doch nicht! Lena Meyer-Landrut! Haben Sie das gesehen? Die ist vielleicht drauf. Das gibt's doch nicht, das freche Luder! Lena! Mann, wie traut sich was zu! Das war ja eine lustige Aktion! Lena, du! Die Lena, du, die traut sich was! Apropos einen runterholen, Pornhub! Pornhub, die Plattform im Internet für schmutzige Filme, möchte ein Armband verkaufen, das Strom beim Masturbieren erzeugt. Ist wirklich wahr? Pornhub, das sogenannte Wankband, ist das das Ende der Atomkraft, frage ich mich? E.ON hat bereits mehrere hunderttausend Hartz-IV-Empfänger eine Festanstellung angeboten, einfach um so ein... Und jetzt, wenn das Wankband sich durchsetzt, wenn Pornhub Erfolg hat, dann erzählen vielleicht in Zukunft Mütter ihren Freundinnen bald ganz stolz irgendwie, ja, ich habe kürzlich meinen Sohn erwischt, als er sein Handy aufgeladen hat. Das kann man auch tragen beim Tennis spielen. Oder beim Tischtennis. Kann man eigentlich mit dem Wankband auch Strom für den Vibrator seiner Freundin erzeugen? Das wäre dann so ein Sexual Perpetuum Mobile. Einer wankt und der andere betreibt damit den. Ist egal. Am Freitag, meine Damen und Herren, am Freitag, wenn Sie uns jetzt sehen, und Freitag ist, dann sehen Sie uns im zweiten deutschen Fernsehen. Wenn irgendein anderer Tag ist, dann sehen Sie uns wahrscheinlich in der ZDF-Mediathek oder bei ZDF Neo. Am Freitag ist Tag der Anerkennung für Mitarbeiter. Toll. Also endlich mal Mitarbeitern, Festangestellten und freien Mitarbeitern mit Anerkennung zu teilen. Und ich möchte mich an diesem Tag heute, wenn Freitag ist, ich bedanke mich vor allen Dingen mal an dieser Stelle bei meinen weiblichen Mitarbeitern, dass sie immer so tolle und engagierte Arbeit abliefern hier im Neo-Magazin. Und das für die Hälfte des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Das ist wirklich Zeug von ganz besonders viel. Ja, es ist einfach mal der Moment, jetzt ein bisschen Danke zu sagen seinen Mitarbeitern. Zum Beispiel, vielen Dank, lieber Can Kürüpü Pürüpüpülü. Du bist der beste Lichttürke, den ich kenne. Wenn du mir nicht zwei Jahre lang in jeder Sendung einen Nasenschatten geleuchtet hättest, hätte die Menschheit Hitler wahrscheinlich längst vergessen. Oder vielen Dank, Teenie-Autor Stefan. Du bist zwar erst 14 Jahre alt, aber du erinnerst mich jeden Tag daran, an mich selber zu glauben und nicht aufzugeben, bis ich den X-Faktor gefunden habe. Und vor allen Dingen erinnerst du mich daran, dass es manchmal megamäßig peinlich sein kann, wenn man in einer Vox-Show auftritt und dieser Ausschnitt einem jahrelang später noch unter die Nase gerieben werden könnte. Aber ganz besonders möchte ich heute am Tag der Anerkennung für Mitarbeiter unserem lieben Kollegen David Danke sagen. Vielen Dank, David. Ohne dich hätten wir im Neo-Magazin keinen Strom. Hey, meine Damen und Herren, kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal. Wissen Sie, was faszinierend ist? Dendemann und die Freie Radikale. Mr. Spock, Mr. Spock, rest in peace, peace. Mr. Spock, rest in peace. Ja, die Welt steht still, die Galaxis ist geschockt. Nerds aller Planeten trauern um Mr. Spock. Weil jedes Kind und jeder Rentner weiß, ohne Star kein Trek, ohne Spock kein Enterprise. Du und Kirk seid klar wie Klaas und Joko. Außerdem hast du grünes Blut wie Masimoto. Immer high wie dein Energiepegel. Die Guten gehen zu früh, ja, ich kenne die Regel. Danke, Spock, wir hatten Spaß mit dir. Denn du bist fast wie wir, irgendwie fasziniert. Jetzt hast du deinen Song, du Popstar. Alles klar, Mann. Live long and prosper, Mr. Spock. Mr. Spock, rest in peace. Peace, peace, peace. Mr. Spock, rest in peace. Peace, rest in peace. Denn war die Freie Radikale. Hashtag der Woche im Neo-Magazin Royal. Flutschfinger. Sag mal, William. Was ich mir die ganze Zeit frage, welche Farbe hat denn jetzt dein Pulli eigentlich? Ist das blau, schwarz, weiß, gold oder ist es einfach grün?
Weißt du, wenn Sie wissen, welche Farbe der Pulli von William hat, einfach mal twittern Sie doch einfach Hashtag Flutschfinger. Sebastian Idati, das werden Sie mitbekommen haben, musste 5000 Euro Strafe bezahlen. Daraufhin wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt und klar. Ich habe es auf der Facebook-Seite von Til Schweiger gelesen, auf der von Jan Like sowieso. Der kleine Mann kann das einfach nicht nachvollziehen, ist ja klar. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Was war das denn? Armes Deutschland, armes Deutschland. Ganz kurz, was ist, ist das? Was ist ich bin, ich, was ist bin, ich bin auf 180. Mann, Spitzer. Sag mal, da ist doch was. Da ist doch was in meinem Anspitzer. Ja, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Na, raten Sie doch mal. Ich verpixel mein Haus bei Google Street View. Ich gehe auf Andrea Berg Konzerte. Ich schreibe anonym Kommentare unter Spiegel Online Artikel und Sebastian Edati gehört für mich lebenslang hinter Gitter. So einfach ist das Ganze. Ach, dann sind Sie also der kleine Mann. Armes Deutschland. Armes Deutschland. Aber wieso sehen Sie denn aus wie RTL-Nachrichtenlegende Hans Meiser? Gegenfrage, wieso sehen Sie aus wie ein uncooler David Guetta mit kurzen Haaren? Ja, wieso wohnen Sie in meinem Anspitzer? Was soll das? Gentrifizierung ist das Stichwort. Vielleicht können Sie Englisch. Heißt auch Gentrifizierung, Sie Hipster-Arschloch. Der kleine Mann wird verdrängt aus den Städten. Darum! Ja, aber was haben Sie denn jetzt dagegen, dass Sebastian Idatis Verfahren eingestellt wurde nach § 153a der Strafprozessordnung? Das passiert doch täglich tausendfach an deutschen Gerichten, wenn es Ersttäter sind. Standrechtlich erschießen sollte man den. Meine Meinung habe ich auch schon bei Facebook geschrieben. Wenn ich als kleiner Mann bei kickass.to ein Album von Andreas Gabalier runterlade, muss ich 1000 Euro an einen Abmahnanwalt bezahlen. Ja, aber das eine ist ein Strafprozess und das andere ist eine außergerichtliche Abmahnung. Das ist ja was völlig anderes. Also wirklich, was soll das denn? Marco Reus ist bloß ohne Führerschein gefahren und muss 500.000 Euro bezahlen. Und Sebastian Edati nur 5.000 Euro. Das versteht man doch als kleiner Mann überhaupt nicht mehr die Welt. Sogar Til Schweiger hat auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass er schlichtweg wütend ist. Ja, wahrscheinlich Honig im Kopf, kann sein. Sowas kann doch der kleine Mann nicht nachvollziehen. Todesstrafe für Kinderschänder. Nein. Meine nein, Meinung. Nein. So sieht es doch aus. Nein, oder? Nein, nein. Sie verwechseln die moralische Schuld mit der rechtlichen, mit der strafrechtlichen Schuld. Ach, das am nächsten Baum aufhängen sollte man die alle zusammen. Meine Meinung. Sage ich auch ganz offen hier. Oder Fesseln vom Haus schmeißen. Oder meinetwegen auch steinigen. Na, also bitte, steinigen ja wohl nicht, oder? Also das wird man als kleiner Mann ja wohl vielleicht noch sagen dürfen, oder? Ja, naja, also öffentlich dazu aufzurufen, jemanden zu töten, das darf man genau genommen nicht sagen. Auch nicht im Internet, das ist nämlich Volksverhetzung. Dafür kommen Sie 5 Jahre ins Gefängnis, so ist es nämlich. Sehen Sie, und wo ist da der Rechtsstaat bei uns? Am Ende hat der kleine Mann wieder mal die ganze Schuld. Und die da oben machen, was sie wollen. Armes Deutschland, sage ich. Armes Deutschland! Hans Meiser! Armes Deutschland! Das ist der kleine Mann, von dem man so viel hört. Das gibt's ja gar nicht. Aber der kleine Mann, er darf sich nicht entspannen, denn der kleine Mann ist auch jetzt wieder gefragt. Der kleine Mann wird jetzt nämlich mal so richtig drangenommen. This is Prism is a Dancer! Prism is a Dancer, Neo Magazin Royal Edition. Wir haben die Facebook-Profile, die Twitter-Accounts unserer Live-Studio-Zuschauer durchforstet und wir haben einiges gefunden. Eieieiei. Zum Beispiel die Facebook-Seite eines Zuschauers aus Bochum. Er heißt Daniel Kramer und er ist heute Abend hier. Daniel, wo bist du? Einmal ganz kurz. Hallo Daniel. Kleiner Applaus für Daniel vielleicht. Daniel Kramer aus... aus Bochum. Mensch, du hast eine tolle Facebook-Seite, haben wir gesehen. Du bist Fußballfan, Fan natürlich vom VfL Bochum. Natürlich. Das ist deine Facebook-Seite. Können wir einmal reinschauen? Bist du, Daniel, bist du für oder gegen Pyrotechnik im Stadion? Natürlich dagegen. Ja. Aber Bilder davon kann man ja wohl mal machen. Wir finden das so toll, Daniel, dass du dich engagierst für deinen Verein. Du hast eine eigene Fußball-Fanseite für den VfL Bochum gemacht. Die heißt, können wir die mal einblenden, bochumfan.de. Das ist die. Auch also designmäßig ist da wirklich einiges. Aber es wird noch toller. Du bist nicht nur Fan vom VfL Bochum, sondern du bist auch riesen Norwegen-Fan und Fan vom Skisprung. Du hast auch die Seite skisprungfan.de. Und das ist die Seite. Und da geht auch einem als Internetnutzer das Herz auf, oder? Ist das nicht ein tolles Geschenk?
Daniel, wir haben uns gedacht, wenn sich jemand so toll engagiert für das Wohl von Bochum-Fans, für das Wohl von Skisprung-Fans, eigentlich müsste man dir selber mal eine Fanseite machen. Und wir haben unsere besten HTML-Experten daran gesetzt und wir haben die Domain danielkramerfan.de gesichert und dir eine Seite erstellt. Das ist deine neue Fanseite. Schau mal, können wir das einmal zeigen? Daniel Kramer Fan. Komm, mit einem ganz aktuellen Foto von heute. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie Fragen haben an unseren Daniel Kramer, dann twittern Sie unter dem Hashtag Kraminator. Wir bringen dich jetzt Social Media mäßig richtig groß raus, weil wir wissen natürlich, du hast viel zu tun mit der Pflege deiner anderen beiden Fanseiten. Deswegen haben wir hier für die kommende Woche ein dreiköpfiges Social Media Team für dich engagiert. Hier ist es, dein Social Media Team. Und ab sofort, 7 Tage lang, erfahren Sie auf danielkramerfan.de alles von Daniel Kramer. Dein Social Media Team, Daniel, wird dich 3-mal am Tag anrufen, dich fragen, was hast du gegessen, wie geht's dir, wie läuft's jobmäßig, was schaust du gerade für Filme? Und alle Infos über Daniel Kramer in den nächsten 7 Tagen finden Sie auf dieser Seite. Das ist unser Geschenk an dich. Freust du dich? Super. Ich freue mich. Ehrliche Freude. Das ist dein Prism-Geschenk. Einen kleinen Applaus für unser Social Media Team und Hashtag Kraminator, wenn Sie alles über Daniel wissen wollen. Dankeschön. Ja, aber sicherlich, Sie daheim, aber auch hier im Studio werden wissen, das wird nicht das Einzige gewesen sein, was wir über Prism Mr. Dancer vorbereitet haben. Und Sie haben recht. Nein, wir haben auch Max Friedrich im Publikum sitzen. Max, ich habe dich gerade schon gesehen. Da vorne sitzt du. Und unsere Blicke haben sich gerade im Warm-up schon getroffen und du wusstest, es wird heute übel ausgehen für dich. Max, Mensch, Max, ist das toll. Du bist wie alt? Ich bin 22. Du kommst woher? Aus Köln ursprünglich. Ja, aber wohnst jetzt zurzeit in Hamburg. Genau. Bist Informatikstudent. Hast du das Wankband schon bestellt? du bist aber auch schon lange in dieser ganzen Programmierszene drin. Du hast, glaube ich, zu deinem 10. Geburtstag von deinem Vater eine Domain geschenkt bekommen. Ja, schon früher. Noch früher sogar? Ja, er hat dann maxfriedrich.de einfach gekauft, weil er sich dachte, den Namen hat bestimmt noch jemand anders auf der Welt. Und ja, und tatsächlich, ja. Das ist deine Homepage, können wir mal sehen. Das ist eine ganz tolle, alte Homepage. Oh. Und da kann man über dich alles erfahren, von 93 über 2000 bis 2004. Auch, dass du Musik machst zum Beispiel, erfährt man da, wenn man unten auf den Walkman klickt. Können wir da mal draufklicken kurz? Da kommt man zu deiner Band, die heißt Besser als Nichts, deine alte Schülerband. Toller Name. Schon mal überlegt, beim X-Faktor aufzutreten, sag mal. Und das Allertollste, was mich wirklich begeistert hat, du machst mit deinem Bruder Leo zusammen auch YouTube-Videos. Und eines, da sitzt er am Klavier und spielt, glaube ich, vierhändig ein tolles Stück. Können wir mal kurz reinschauen. Ein Applaus ist das schon wert, das ist wirklich toll gespielt. Und wie Sie vielleicht wissen, wir sind ja auch zurzeit im YouTube-Game. Wir vom Neo Magazin Royal, wir versuchen ja auch ein paar YouTube-Hits zu landen. Und wir haben jetzt vor einer Woche mit einem megamäßigen Produktionsaufwand zum ersten Mal die 1 Million Views-Marke geknackt, hier im Neo Magazin Royal mit unserem Janis Varoufakis-Video. Und dieses erste Video von euch, wie viele Views hat das nochmal? Kann ich das mal vielleicht sehen? 1 fucking Million Leute haben sich das angeguckt. Eine verdammte What? Million. Ja, 1 Million Leute. Wahnsinn, du bist also quasi ein kleiner YouTube-Star. Und nicht nur wegen der Musik beliebt bei YouTube, sondern auch, du bist auch unter die Vlogger gegangen. Du erzählst so wahnsinnig tolle, spannende Geschichten, haben wir gesehen, Max. Eine Geschichte, da hat es mir wirklich die Socken ausgezogen. Also diese Geschichte, ich muss mich festhalten, weil die ist echt krass. Hi, ich erzähle euch jetzt die spannende Geschichte von meiner EC-Karte. Oh, die spannende Geschichte von Max' EC-Karte. Wie geht die wohl los? Am 6. Januar war ich bei Netto und habe eingekauft für etwas über 5 Euro. Das gibt's doch nicht, jetzt bin ich aber gefesselt. Und wie geht's weiter? Ich gab der Kassiererin meine EC-Karte, gab meine PIN ein und die Karte wurde nicht akzeptiert. Deine Musik
Und dein Talent für Storytelling, da haben wir uns gedacht, verdammt nochmal, Max, du bist eigentlich viel zu schade, um Informatiker zu werden. Du gehörst eigentlich nach Hollywood. Deine Story, deine Musik, wenn man das kombiniert und vernünftig in Szene setzt, dann hast du das Zeug zum Oscar. Das ist die spannende Geschichte von Max Friedrichs EC-Karte. Hi, ich erzähle euch jetzt die spannende Geschichte von meiner EC-Karte. Am 6. Januar war ich bei Netto und habe eingekauft für etwas über 5 Euro. Ich gab der Kassiererin meine EC-Karte, gab meine PIN ein und die Karte wurde nicht akzeptiert. Die Kassiererin sagte, die Karte ist schon abgelaufen. Und es stimmte tatsächlich, meine Karte galt nur bis 12.2014. Ich konnte zum Glück noch in bar bezahlen, weil ich über Weihnachten auch einiges an Bargeld geschenkt bekam. Und aus diesem Grund habe ich auch erst am 6. Januar wieder meine EC-Karte benutzt. Ich bekomme also nach über 6 Jahren einen neuen PIN für meine EC-Karte. Und dabei mochte ich meine alte PIN echt gern. Es war 7472 und die Handbewegung, um das einzugeben, die kann ich im Schlaf. Und ich bin nicht so zufrieden mit meiner neuen PIN. Aber ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich die neue EC-Karte zur neuen PIN erhalten habe und die PIN dann auch zum ersten Mal benutzt habe. Dein Film! Max Friedrich, der Film deines Lebens. Demnächst in Ihren Kinos. Können Sie auch runterladen. Und Hashtag der Woche übrigens, Flutschfinger oder Kraminator, je nachdem, was Sie wollen bei Twitter. Unser heutiger Gast ist eine absolute Talkshow-Legende. Bei Radio 1 Live seit vielen Jahrzehnten talkt er nachts mit der ganzen Republik. Er hat das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen vom Bundespräsidenten Christian Wulff. Aber darum geht's heute Abend nicht, sondern um sein Leben als Radiotalker. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den einzigartigen, legendären Jürgen Domian! Hey Baby, du musst dir zu viel talken, das ist doch nicht dein Problem. Was? Ha! Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann ruf doch einfach den Domian. Vielleicht geht an. Von der 0800 bis zur 220 zur 50. Jürgen has entered the building. Jürgen Domian, vielen Dank. Hey, schön, dass du hier bist. Ich bin ganz begeistert. Ja? So ein tolles Studio, in der Tat, ja. Großes Fernsehen. Ja. Wir sehen uns, wir haben uns ja mal versucht, privat zu treffen. Wir wollten mal essen gehen. Also ich habe eine Menge psychische Probleme und du kennst dich halt damit aus. Aber das hat irgendwie nie geklappt. Jetzt sieht man sich dann doch so in Sendungen wie so abgeschmackte, ja, so abgeschmackte Stars irgendwie. Man trifft sich halt nicht. Schade eigentlich. Warum klappt das immer nicht? Also warum? Das lag vorhin ja wirklich daran, dass ich an meinem neuen Buch gearbeitet habe. Und ich wirklich jede freie Minute aus Samstag und Sonntag bis nachts um 1, 2 Uhr am PC saß. Richtig leben und dann mach, was du willst. Genau, das, ganz ich, genau, ne? Ja. Ist das ein Ratgeber? Nein, das ist kein Ratgeber. Es ist eher ein Gedankengeber. Ich beschreibe oder ich behandle in dem Buch oder erzähle viele bewegende Geschichten aus der Sendung, aus meinem eigenen Leben auch. Und nehme immer wieder Bezug auf den Zen-Buddhismus. Und versuche da so Orientierungspunkte aufzuzeigen, wie man einen richtigen Weg gehen könnte. Kein Ratgeberbuch nach dem Motto, so wirst du glücklich. Nein, nein. Meine Damen und Herren, wenn Sie zum Thema Zen ein paar Fragen haben, das kann ich verstehen. Wir möchten Sie versuchen, in einer einminütigen Matz zu beantworten. Und am Ende erfahren Sie vielleicht auch, wer Jürgen Domian eigentlich ist. Das ist dein Geschenk für dich von uns. Wenn jemand mal wen zum Reden braucht, dann doch dieser Böhmermann. Dieses mentale Wrack im Anzug ist doch mittlerweile auch nur noch ein Nasenschatten seiner selbst. Zum Glück hat sich das ZDF jetzt endlich professionelle Hilfe geholt. Who you gonna call? Jürgen Domian. Geboren in einer Telefonzelle in Gummersbach, lernte er bereits als Baby, sich mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Als junger Mann verbrachte er viel Zeit in der WG von Hella von Sinnen. Jahre später war er der Hochzeitsredner von Oliver Pocher. Naja, wenigstens läuft's beruflich. Politisch erst FDP, dann Grüne, nun SPD. Damit ist er ideologisch fast so flexibel wie sexuell. Vom Kabel zum Bundesverdienstkreuzträger ist er der hardest working man im Call-in-Show-Business.
Seit über 18.000 Gesprächen kümmert sich der Godfather auf Telefonseelsorge um die ganz alltäglichen Probleme der Deutschen. Also um Sex mit Zimmerpflanzen, Frauen aus Hackfleisch und partnerschaftliches Anpupsen. Herzlich willkommen im Neo-Magazin Royal, Jürgen Domian. Und danach stellen wir ihn gerne auch noch zu unserem Psychologen durch. Fällt dir was auf? Ja. Ist das nicht eine Gänsehaut des Vertrauten? Das ist dein Studio quasi. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht so. Du hast Generationen von 1Live-Wellenchefs quasi durchgemacht. Du bist quasi eine Konstante im deutschen Fernsehen. Und hast jetzt auch das Bundesverdienstkreuz, nicht jetzt, sondern schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Kann man mit dem Bundesverdienstkreuz umsonst U-Bahn fahren? Nee. Gibt es irgendwelche Vorteile, wenn man so ein Ding hat? Nein, gar nichts. Wie muss man sich das vorstellen, diese Zeremonie, in der man das verliehen bekommt? Ich habe damals, als die Nachricht kam, gedacht, das ist ein Fake. Und habe gar nicht darauf geantwortet. Und hier ist Guido Kanz. Dann vergingen noch wieder ein paar Wochen. Ja. Da kam wieder ein Brief, warum ich da nicht antworte, wegen der Verleihungsterminierung und so weiter. Und er dachte ja irgendwie, vielleicht ist da doch was Wahres dran. Und hab dann da angerufen. Und dann dachten die, ja, klar. Und dann wurde der Termin abgesprochen. Und ja. Und dann war es Christian Wulff, der dir das. Ja, das wurde überreicht über den Kölner Oberbürgermeister. Das war nicht in Berlin, sondern dann in Köln, ja. Ja. Musst du dir privat auch die Probleme von anderen Leuten anhören? Nein. Also, na, gar nicht. Man schont dich. Ja, das ist völlig okay. Das, irgendwie ist das eine klare Grenze und privat läuft das. Obwohl es manchmal die Situation gibt, wenn ich neu jemanden kennenlerne und ich frage den so, man fragt ja auch. Und dann sagt, war neulich so eine Situation, dann sagt der Typ, Mensch, ich habe jetzt das Gefühl, das ist wie im Fernsehen. Das ist wie am Telefon. Ja, ich muss dich doch was fragen. Ja. Ich fand es vor allen Dingen spannend, dich mal persönlich kennenzulernen, weil ich festgestellt habe, dass man um deinen Kopf herumgehen kann und man ihn nicht nur von vorne sieht. Man sieht ja immer nur, Jürgen Domian ist eigentlich ein Mensch, der nur von vorne, seit 15 Jahren, ausschließlich von vorne stattfindet. Ja, und nur bis hier. Ja, und nur bis hier. Er hat aber auch Beine und eine dritte Dimension. Das ist was, aber. Also Ulrich Wickert zum Beispiel, das ist auch so ein Phänomen. Wenn man den mal in echt sieht, dann denkt man, das kann doch gar nicht sein, dass das Ulrich Wickert ist, weil der ist so. Es gibt so Menschen, die nur von vorne funktionieren. Ja, du bist so einer, der aber auch, du hast auch eine dritte Dimension dahinter. Welches Thema hat dich in den letzten Wochen nicht schlafen lassen? Also ich weiß, dein Biorhythmus ist ohnehin kaputt. Ja, der ist so völlig kaputt, im Eimer, ja. Aber was war das Ding, was ich am meisten... Nein, also gestern Nacht ging es richtig rund bei uns. Warum? Gestern Nacht ging es richtig rund. Wir haben so viele Mails bekommen, wie schon sehr, sehr lange nicht, zu einem sehr polarisierenden Thema. Es ging um Inzest und Geschwisterliebe. Ich hatte einen Mann an der Strippe, der erzählte, der war so Ende 30, Anfang 40, der ein Liebesverhältnis zu seiner Schwester hat. Wo aus dem Saarland kam der her? Es war sehr seriös und zwar sehr glaubhaft. Das lief über viele, viele Jahre schon und die waren nun heimlich 3 Jahre zusammen. Und das ist eines der ganz großen Tabus. Und als ich dann gesagt habe, ich habe moralisch keine Bedenken, juristisch ist es relevant, klar, aber ich habe moralisch keine Bedenken. Mich befremdet das, aber ich habe moralisch keine Bedenken. Da explodierten bei uns die Telefone und die E-Mails, weil das ist schon so stigmatisiert, dass viele Leute da doch ihre Schwierigkeiten mit haben. Ja, wenn man das von dem wissenschaftlichen Aspekt her betrachtet, dann kann man ja sagen, ja, aber wenn ihr Kinder bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die eventuell... Ja, das ist... Dass die Kinder auch Geschwister sind. Ja, aber... Es, das auch, ja. Nein, aber das ist ein Argument, was schwierig ist, weil es gibt auch viele Menschen, die schwere genetische Erkrankungen haben und denen verbietet man ja auch nicht, zusammen zu sein und eventuell Kinder zu kriegen, wo man auch weiß, dass die Kinder eventuell behindert sein könnten. Aber wärst du dafür, das zu legalisieren, dass Geschwister Beziehungen führen dürfen, sexuelle? Ja, ich finde zumindest, dass das nicht strafrechtlich belangt werden sollte und würde dann an den Einzelnen appellieren, dass sie eben keine Kinder bekommen, weil das finde ich nicht verantwortbar. Aber wenn sich zwei erwachsene Menschen lieben, wenn es auch noch so befremdlich für uns vielleicht ist, für die meisten. Warum nicht? Warum nicht? Sie schaden, wenn es keine Kinder gibt. Sie schaden niemand anderen. Sind das denn so prekäre Verhältnisse, in denen das stattfindet? Also ich stelle mir vor, jemand, der, ich sag mal, aus geordneten sozialen Verhältnissen kommt, der kommt eher nicht auf die Idee, mit seiner Schwester zungenküssend auf dem Bett zu liegen. Das weiß ich nicht. Nein. Wir erinnern uns an Thomas Mann, Welsungenblut, da wird es... Oder verbotene Liebe. Ja, verbotene Liebe. Ja, genau. Die ganze erste Staffel, Jan und Julian, dass sie erst nach einem Jahr festgestellt haben, dass sie Geschwister sind. Ja. Was da in der Zwischenzeit alles lief. Ja. Zu Recht abgesetzt, das Schweineprogramm. Da wussten sie es aber nicht.
Jürgen, schön, dass du hier warst. Wir haben anders als bei dir in der Sendung leider nicht so viel Zeit. Ja. Vielleicht wird sich das eines Tages ja mal ändern. Nächste Woche zu Gast, Josef Fader. Lebt dein, das ist der Titel deines Buchs, jetzt ist er mir entfallen. Richtig leben. Richtig leben und dann mach, was du willst. So ja, ist richtig, ne? Jürgen Domian, nächste Woche Josef Fader, Wende und die Freien Radikalen. Bis nächste Woche. Hashtag der Woche, Flutschfinger. Bis dann, tschüss. Uff, zum Glück vorbei. Sie haben es an meinem emotionslosen Gesichtsausdruck sicher bemerkt. Die heutige Sendung war dem letzten noch lebenden Vulkanier Leonard Nimoy gewidmet, der vergangene Woche im Alter von 83 Erdenjahren verstorben ist. Beam me up, Gotti. May the force be with you, Mr. Spock. Daniel, wir haben uns gedacht, wenn sich jemand so toll engagiert für das Wohl von Bochum-Fans, für das Wohl von Skisprung-Fans, eigentlich müsste man dir selber mal eine Fanseite machen. Und wir haben unsere besten HTML-Experten daran gesetzt und wir haben die Domain danielkramerfan.de gesichert und dir eine Seite erstellt. Das ist deine neue Fanseite. Schau mal, können wir das einmal zeigen? Daniel Kramer Fan. Guck mal, mit einem ganz aktuellen Foto von heute. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie Fragen haben an unseren Daniel Kramer, dann twittern Sie unter dem Hashtag Kraminator. Wir bringen dich jetzt social media-mäßig richtig groß raus, weil wir wissen natürlich, du hast viel zu tun mit der Pflege deiner anderen beiden Fanseiten. Deswegen haben wir hier für die kommende Woche ein dreiköpfiges Social Media Team für dich engagiert. Hier ist es! Dein Social Media Team. Und ab sofort, 7 Tage lang, erfahren Sie auf danielkramerfan.de alles von Daniel Kramer. Dein Social Media Team, Daniel, wird dich 3-mal am Tag anrufen, dich fragen, was hast du gegessen, wie geht's dir, wie läuft's jobmäßig, was schaust du gerade für Filme? Und alle Infos über Daniel Kramer in den nächsten 7 Tagen finden Sie auf dieser Seite. Das ist unser Geschenk an dich. Freust du dich? Super. Ehrliche Freude. Das ist dein Prism-Geschenk. Einen kleinen Applaus für unser Social Media Team und Hashtag Kraminator, wenn Sie alles über Daniel wissen wollen. Dankeschön. Ja, aber sicherlich, Sie daheim, aber auch hier im Studio werden wissen, das wird nicht das Einzige gewesen sein, was wir über Prism is a Dancer vorbereitet haben. Und Sie haben recht. Nein, wir haben auch Max Friedrich im Publikum sitzen. Max, ich habe dich gerade schon gesehen. Da vorne sitzt du. Unsere Blicke haben sich gerade im Warm-up schon getroffen und du wusstest, es wird heute übel ausgehen für dich. Max, Mensch, Max, ist das toll. Du bist wie alt? Ich bin 22. Du kommst woher? Aus Köln ursprünglich. Ja, aber wohnst jetzt zurzeit in Hamburg. Genau. Bist Informatikstudent. Hast du das Wankband schon bestellt? du bist aber auch schon lange in dieser ganzen Programmierszene drin. Du hast, glaube ich, zu deinem 10. Geburtstag von deinem Vater eine Domain geschenkt bekommen. Ja, schon früher. Noch früher sogar? Ja, er hat dann maxfriedrich.de einfach gekauft, weil er sich dachte, den Namen hat bestimmt noch jemand anders auf der Welt. Und ja, und tatsächlich, ja. Das ist deine Homepage, können wir mal sehen. Das ist eine ganz tolle, alte Homepage. Oh. Und da kann man über dich alles erfahren, von 93 über 2000 bis 2004. Auch, dass du Musik machst zum Beispiel, erfährt man da, wenn man unten auf den Walkman klickt. Können wir da mal draufklicken kurz? Da kommt man zu deiner Band, die heißt Besser als Nichts, deine alte Schülerband. Toller Name. Schon mal überlegt, beim X-Faktor aufzutreten, sag mal. Und das Allertollste, was mich wirklich begeistert hat, du machst griechische Finanzminister. Wie heißt der nochmal? Ja, Yannis Varoufakis. Ja, genau, der griechische Finanzminister, der griechische Testosteronminister Yannis Varoufakis trifft sich am Montag mit den europäischen Finanzministern, um darüber zu beraten, wie Griechenland in Zukunft seine Schulden begleichen kann. Das Schwierigste wird wahrscheinlich für ihn sein, während der gesamten Konferenz nicht zu lachen. Das ist Lachen einfach. Geld. Schulden zurückzahlen.
Und es gibt erste Sparmaßnahmen. Die Armee in Griechenland, die griechische Armee, wird komplett abgeschafft. Das macht Yannis Varoufakis sofort alleine. Komplett stellt sich einfach an der Grenze zur Türkei auf und alle, die kommen, dann... Weiß ich jetzt mal. Ich habe eine Idee, wenn dann Geld kommt. Krass! Lena! Das war Lena! Das gibt's doch nicht! Lena Meyer-Landrut! Haben Sie das gesehen? Vielleicht drauf. Das gibt's doch nicht, das freche Luder! Lena! Mann, wie traut sich was zu! Das war ja eine lustige Aktion! Lena, du! Die Lena, du, die traut sich was! Apropos einen runterholen, Pornhub! Pornhub, die Plattform im Internet für schmutzige Filme, möchte ein Armband verkaufen, das Strom beim Masturbieren erzeugt. Ist wirklich wahr, Pornhub, das sogenannte Wankband, ist das das Ende der Atomkraft, frage ich mich? E.ON hat bereits mehrere hunderttausend Hartz-IV-Empfänger eine Festanstellung angeboten, einfach um so ein... Und jetzt, wenn das Wankband sich durchsetzt, wenn Pornhub Erfolg hat, dann erzählen vielleicht in Zukunft Mütter ihren Freundinnen bald ganz stolz irgendwie, ja, ich habe kürzlich meinen Sohn erwischt, als er sein Handy aufgeladen hat. Das kann man auch tragen beim Tennis spielen. Oder beim Tischtennis. Kann man eigentlich mit dem Wankband auch Strom für den Vibrator seiner Freundin erzeugen? Das wäre dann so ein Sexual Perpetuum Mobile. Einer wankt und der andere betreibt damit den. Ist egal. Am Freitag, meine Damen und Herren, am Freitag, wenn Sie uns jetzt sehen, und Freitag ist, dann sehen Sie uns im zweiten deutschen Fernsehen. Wenn irgendein anderer Tag ist, dann sehen Sie uns wahrscheinlich in der ZDF Mediathek oder bei ZDF Neo. Am Freitag ist Tag der Anerkennung für Mitarbeiter. Toll. Also endlich mal Mitarbeitern, Festangestellten und freien Mitarbeitern mit Anerkennung zu teilen. Und ich möchte mich an diesem Tag heute, wenn Freitag ist, ich bedanke mich vor allen Dingen mal an dieser Stelle bei dein Geschenk für dich von uns. Wenn jemand mal wen zum Reden braucht, dann doch dieser Böhmermann. Dieses mentale Wrack im Anzug ist doch mittlerweile auch nur noch ein Nasenschatten seiner selbst. Zum Glück hat sich das ZDF jetzt endlich professionelle Hilfe geholt. Who you gonna call? Jürgen Domian, geboren in einer Telefonzelle in Gummersbach, lernte er bereits als Baby, sich mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Als junger Mann verbrachte er viel Zeit in der WG von Hella von Sinnen. Jahre später war er der Hochzeitsredner von Oliver Pocher. Naja, wenigstens läuft's beruflich. Politisch erst FDP, dann Grüne, nun SPD. Damit ist er ideologisch fast so flexibel wie sexuell. Vom Kabel zum Bundesverdienstkreuzträger ist er der hardest working man im Call-in-Show-Business. Seit über 18.000 Gesprächen kümmert sich der Godfather auf Telefonseelsorge um die ganz alltäglichen Probleme der Deutschen. Also um Sex mit Zimmerpflanzen, Frauen aus Hackfleisch und partnerschaftliches Anpupsen. Herzlich willkommen im Neo-Magazin Royal, Jürgen Domian. Und danach stellen wir ihn gerne auch noch zu unserem Psychologen durch. Fällt dir was auf? Ja. Ist das nicht eine Gänsehaut des Vertrauten? Das ist dein Studio quasi. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht so. Du hast Generationen von 1Live-Wellenchefs quasi durchgemacht. Du bist quasi eine Konstante im deutschen Fernsehen. Und hast jetzt auch das Bundesverdienstkreuz, nicht jetzt, sondern schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Kann man mit dem Bundesverdienstkreuz umsonst U-Bahn fahren? Nee. Gibt es irgendwelche Vorteile, wenn man so ein Ding hat? Nein, gar nichts. Und wie muss man sich das vorstellen, diese Zeremonie, in der man das verliehen bekommt? Ich habe damals, als die Nachricht kam, gedacht, das ist ein Fake. Und habe gar nicht darauf geantwortet. Und hier ist Guido Kanz. Dann vergingen noch wieder ein paar Wochen. Ja. Dann kam wieder ein Brief, warum ich da nicht antworte, wegen der Verleihungsterminierung und so weiter. Und er dachte ja irgendwie, vielleicht ist da doch was war es dann? Und hab dann da angerufen. Und dann dachten, ja, klar. Und dann wurde der Termin abgesprochen. Und dann war es Christian Wulff, der dir das
Ja, das wurde überreicht über den Kölner Oberbürgermeister. Das war nicht in Berlin, sondern dann in Köln, ja. Musst du dir privat auch die Probleme von anderen Leuten anhören? Nein. Also, na, gar nicht. Man schont dich. Ja, das ist völlig okay. Das, irgendwie ist das eine klare Grenze und privat läuft das. Obwohl es manchmal die Situation gibt, wenn ich neu jemanden kennenlerne und ich frage den so, man fragt ja auch. Und dann sagt, war neulich so eine Situation, dann sagt der Typ, Mensch, ich habe jetzt das Gefühl, das ist wie im Fernsehen. Das ist wie am Telefon. Ja, ich muss dich doch was fragen. Ne? Ich fand es vor allen Dingen spannend, dich mal persönlich kennenzulernen, weil ich festgestellt habe, jeden Tag daran, an mich selber zu glauben und nicht aufzugeben, bis ich den X-Faktor gefunden habe. Und vor allen Dingen erinnerst du mich daran, dass es manchmal megamäßig peinlich sein kann, wenn man in einer Vox-Show auftritt und dieser Ausschnitt einem jahrelang später noch unter die Nase gerieben werden könnte. Wir haben Sarah mit den neuen Haaren nicht erkannt. Aber ganz besonders möchte ich heute am Tag der Anerkennung für Mitarbeiter unserem lieben Kollegen David Danke sagen. Vielen Dank, David. Ohne dich hätten wir im Neo-Magazin keinen Strom. Hey, meine Damen und Herren, kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal. Wissen Sie, was faszinierend ist? Dendemann und die Freie Radikale. Mr. Spock, Mr. Spock, rest in peace. Mr. Spock, rest in peace. Ja, die Welt steht still, die Galaxis ist geschockt. Nerds aller Planeten trauern um Mr. Spock. Weil jedes Kind und jeder Rentner weiß, ohne Star kein Trek, ohne Spock kein Enterprise. Du und Kirk seid klar wie Klaas und Joko. Außerdem hast du grünes Blut wie Masimoto. Immer high wie dein Energiepegel. Die Guten gehen zu früh, ja, ich kenne die Regel. Danke, Spock, wir hatten Spaß mit dir. Denn du bist fast wie wir, irgendwie fasziniert. Jetzt hast du deinen Song, du Popstar. Alles klar, Mann. Live long and prosper, Mr. Spock. Mr. Spock, rest in peace. Peace, Mr. Spock. Rest in peace. Denn war die Freie Radikale. Hashtag der Woche im Neo-Magazin Royal. Flutschfinger. Sag mal, William. Was ich mir die ganze Zeit frage, welche Farbe hat jetzt dein Pulli eigentlich? Ist er blau, schwarz, weiß, gold oder ist es einfach grün? Weißt du, wenn Sie wissen, welche Farbe der Pulli von William hat, einfach mal twittern Sie doch einfach Hashtag Flutschfinger. Sebastian Idati, das werden Sie mitbekommen haben, musste 5.000 € Strafe bezahlen. Daraufhin wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt und klar. Ich habe es auf der Facebook-Seite von Til Schweiger gelesen, auf der von Jan Like sowieso. Der kleine Mann kann das einfach nicht nachvollziehen, ist ja klar. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Was war das denn? Armes Deutschland. Ganz kurz, was ist das? Ich bin auf 180. Mann, Spitzer. Sag mal, da ist doch was. Da ist doch was in meinem Anspitzer. Ja, wer sind Sie denn? Na, raten Sie doch mal. Ich verpixel mein Haus bei Google Street View. Ich gehe auf Andrea Berg Konzerte. Legendären Jürgen Domian! Hey Baby, du musst dir zu viel zocken. Das ist doch nicht dein Problem. Was? Wir geben mal nur am Morgen. Die Welt wird sich noch weiter drehen. Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann ruf doch einfach den Domian. Vielleicht geht an. Von der 0800 bis zur 220 zur 50. Jürgen Hessen, der Domian. Jürgen Domian. Vielen Dank. Hey, schön, dass du hier bist. Ich bin ganz begeistert. Ja? So ein tolles Studio, in der Tat, ja. Großes Fernsehen. Ja. Wir haben uns ja mal versucht, privat zu treffen. Wir wollten mal essen gehen. Also ich habe eine Menge psychische Probleme und du kennst dich halt damit aus. Aber das hat irgendwie nie geklappt. Jetzt sieht man sich dann doch so in Sendungen wie so abgeschmackte Stars irgendwie. Man trifft sich halt nicht. Schade eigentlich. Warum klappt das immer nicht? Also warum? Das lag vorhin ja wirklich daran, dass ich an meinem neuen Buch gearbeitet habe. Und ich wirklich jede freie Minute aus Samstag und Sonntag bis nachts um 1, 2 Uhr am PC saß. Richtig leben und dann mach, was du willst. Genau, das, ganz ich, genau, ne? ja. Ist das ein Ratgeber? Nein, das ist kein Ratgeber.
Es ist eher ein Gedankengeber. Ich beschreibe oder ich behandle in dem Buch oder erzähle viele bewegende Geschichten aus der Sendung, mhm. aus meinem eigenen Leben auch. Und nehme immer wieder Bezug auf den Zen, Zen-Buddhismus. Mhm. Und versuche da so Orientierungspunkte aufzuzeigen, wie man einen richtigen Weg gehen könnte. Kein Ratgeberbuch nach dem Motto, so wirst du glücklich. Nein, nein. Meine Damen und Herren, wenn Sie zum Thema Zen ein paar Fragen haben, das kann ich verstehen. Wir möchten Sie versuchen, in einer einminütigen Matz zu beantworten. Und am Ende erfahren Sie vielleicht auch, wer Jürgen Domian eigentlich ist. Das ist dein Geschenk für dich von uns. Wenn jemand mal wen zum Reden braucht, dann doch dieser Böhmermann. Dieses mentale Wrack im Anzug ist doch mittlerweile auch nur noch ein Nasenschatten seiner selbst. Zum Glück hat sich das ZDF jetzt endlich professionelle Hilfe geholt. Who you gonna call? Jürgen Domian. Geboren in einer Telefonzelle in Gummersbach, lernte er bereits als Baby, sich mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Als junger Mann verbrachte er viel Zeit in der WG von Hella von Sinnen. Jahre später war er der Hochzeitsredner von Oliver Pocher. Naja, wenigstens läuft's beruflich. Politisch erst FDP, dann Grüne, nun SPD. Damit ist er ideologisch fast so flexibel wie sexuell. Vom Kabel zum Bundesverdienstkreuzträger ist er der hardest working man im Call-in-Show-Business. Seit über 18.000 Gesprächen kümmert sich der Godfather auf Telefonseelsorge um die ganz alltäglichen Probleme der Deutschen. Also um Sex mit Zimmerpflanzen, Frauen aus Hackfleisch und partnerschaftliches Anpupsen. Herzlich. Und dafür kommen Sie 5 Jahre ins Gefängnis. So ist es nämlich. Sehen Sie, und wo ist da der Rechtsstaat bei uns? Am Ende hat der kleine Mann wieder mal die ganze Schuld. Und die da oben machen, was sie wollen. Armes Deutschland, sag ich. Armes Deutschland. Hans Weiser! Armes Deutschland. Das ist der kleine Mann, von dem man sich gehört. Das gibt's ja gar nicht. Aber der kleine Mann, er darf sich nicht entspannen, denn der kleine Mann ist auch jetzt wieder gefragt. Der kleine Mann wird jetzt nämlich mal so richtig drangenommen. This is Prism is a Dancer! Prism is a Dancer, Neo-Magazin Royal Edition. Wir haben die Facebook-Profile, die Twitter-Accounts unserer Live-Studio-Zuschauer durchforstet und wir haben einiges gefunden. Eieieiei. Zum Beispiel die Facebook-Seite eines Zuschauers aus Bochum. Er heißt Daniel Kramer und er ist heute Abend hier. Daniel, wo bist du? Hör mal, ganz kurz. Hallo Daniel. Kleiner Applaus für Daniel vielleicht. Daniel Kramer aus... aus Bochum. Mensch, du hast eine tolle Facebook-Seite, haben wir gesehen. Du bist Fußballfan, Fan natürlich vom VfL Bochum. Natürlich. Das ist deine Facebook-Seite, können wir einmal reinschauen? Bist du, Daniel, bist du für oder gegen Pyrotechnik im Stadion? Natürlich dagegen. Ja. Aber Bilder davon kann man ja wohl mal machen. Wir finden das so toll, Daniel, dass du dich engagierst für deinen Verein. Du hast eine eigene Fußball-Fanseite für den VfL Bochum gemacht. Die heißt, können wir die mal einblenden, bochumfan.de. Das ist die. Auch also designmäßig ist da wirklich einiges. Aber es wird noch toller. Du bist nicht nur Fan vom VfL Bochum, sondern du bist auch riesen Norwegen-Fan und Fan vom Skisprung. Du hast auch die Seite skisprungfan.de. Und das ist die Seite. Und da geht auch einem als Internetnutzer das Herz auf, oder? Ist das nicht ein tolles Geschenk? Daniel, wir haben uns gedacht, wenn sich jemand so toll engagiert für das Wohl von Bochum-Fans, für das Wohl von Skisprung-Fans, eigentlich müsste man dir selber mal eine Fanseite machen. Und wir haben unsere besten HTML-Experten daran gesetzt und wir haben die Domain danielkramerfan.de gesichert. Und dir eine Seite erstellt, das ist deine neue Fanseite. Schau mal, können wir das einmal zeigen? Daniel Kramer Fan. Komm, mit einem ganz aktuellen Foto von heute. Toll. Warum? Das lag vorhin ja wirklich daran, dass ich an meinem neuen Buch gearbeitet habe. Und ich wirklich jede freie Minute aus Samstag und Sonntag bis nachts um 1, 2 Uhr am PC saß. Richtig leben und dann mach, was du willst. Genau, das, ganz ich, genau, ne? ja. Ist das ein Ratgeber? Nein, das ist kein Ratgeber.
Es ist eher ein Gedankengeber. Ich beschreibe oder ich behandle in dem Buch oder erzähle viele bewegende Geschichten aus der Sendung, mhm. aus meinem eigenen Leben auch. Und nehme immer wieder Bezug auf den Zen-Buddhismus. Mhm. Und versuche da so Orientierungspunkte aufzuzeigen, wie man einen richtigen Weg gehen könnte. Kein Ratgeberbuch nach dem Motto, so wirst du glücklich. Nein, nein. Meine Damen und Herren, wenn Sie zum Thema Zen ein paar Fragen haben, das kann ich verstehen. Wir möchten Sie versuchen, in einer einminütigen Matz zu beantworten. Und am Ende erfahren Sie vielleicht auch, wer Jürgen Domian eigentlich ist. Das ist dein Geschenk für dich von uns. Wenn jemand mal wen zum Reden braucht, dann doch dieser Böhmermann. Dieses mentale Wrack im Anzug ist doch mittlerweile auch nur noch ein Nasenschatten seiner selbst. Zum Glück hat sich das ZDF jetzt endlich professionelle Hilfe geholt. Who you gonna call? Jürgen Domian. Geboren in einer Telefonzelle in Gummersbach, lernte er bereits als Baby, sich mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Als junger Mann verbrachte er viel Zeit in der WG von Hella von Sinnen. Jahre später war er der Hochzeitsredner von Oliver Pocher. Naja, wenigstens läuft's beruflich. Politisch erst FDP, dann Grüne, nun SPD. Damit ist er ideologisch fast so flexibel wie sexuell. Vom Kabel zum Bundesverdienstkreuzträger ist er der hardest working man im Call-in-Show-Business. Seit über 18.000 Gesprächen kümmert sich der Godfather auf Telefonseelsorge um die ganz alltäglichen Probleme der Deutschen. Also um Sex mit Zimmerpflanzen, Frauen aus Hackfleisch und partnerschaftliches Anpupsen. Herzlich willkommen im Neo-Magazin Royal, Jürgen Domian. Und danach stellen wir ihn gerne auch noch zu unserem Psychologen durch. Fällt dir was auf? Ja. Ist das nicht eine Gänsehaut des Vertrauten? Das ist dein Studio quasi. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht so. Du hast Generationen von 1Live-Wellenchefs quasi durchgemacht. Du bist quasi eine Konstante im deutschen Fernsehen. Und hast jetzt auch das Bundesverdienstkreuz, nicht jetzt, sondern schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Kann man mit dem Bundesverdienstkreuz umsonst U-Bahn fahren? Nee. Gibt es irgendwelche Vorteile, wenn man so ein Ding hat? Nein, gar nichts. Und wie muss man sich das vorstellen, diese Zeremonie, in der man das verliehen bekommt? Ich habe damals, als die Nachricht kam, gedacht, das ist ein Fake. Und habe gar nicht darauf geantwortet. Und hier ist Guido Kanz. Dann vergingen noch wieder ein paar Wochen. Ja. Dann kam wieder ein Brief, warum ich da nicht antworte, wegen der Verleihungsterminierung und so weiter. Und er dachte,